Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Mantel fürs Haus. Welche Fassadenmaterialien gibt es und welche schützen Ihr Eigenheim am besten? Geheimnis im Grünen. Wie wohnt es sich in einer Villa zwischen Allgäu und Bodensee? Und Licht ins Dunkel. Was können LED-Lampen und wie viel Energie und Kosten sparen Sie damit wirklich? Halten LED-Lampen auch wirklich das, was sie versprechen? Und welches ist die richtige für mich? Diese und weitere Fragen klären wir heute im Laufe der Sendung. Und damit willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Beginnen wollen wir jedoch mit dem Thema Hausfassaden. Bei modernen Häusern ist die Fassade ein wichtiges Designelement. Außerdem ist sie auch die Visitenkarte des Eigenheims. Wir zeigen Ihnen heute, welche unterschiedlichen Materialien es gibt und wie sie wirken. Erst die Fassade verleiht einem Haus seine Einzigartigkeit. Dazu gibt es verschiedene Materialien, komplett oder kombiniert. Neben der Optik muss die Fassade aber vor allem das Gebäude schützen. Vor Witterung, Regen, Sonneneinstrahlung, Kälte und Hitze. Zu den typischen Fassaden gehören Putzstein und Holz. Zunächst kommt es also auf die richtige Wahl an. Hier an dem Beispiel hinter mir sieht man jetzt drei beispielhafte Fassaden. Oben das Weiße, eine klassische Putzfassade, hat den Vorteil, ich kann Formen und Farben relativ günstig und leicht fertigen. Die Verarbeitung des Putzes ist universell machbar. Daneben die Holzfassade erfordert schon eine gewisse Disziplin an die Geometrie des Hauses, weil ich ganz einfach Holz nicht so formen kann mit Rundungen oder ähnlichen Formen wie den Putz. Und daneben die Steinfassade ist eine sehr strenge, klassische Fassade. Hier ist einfach die Langlebigkeit im Vordergrund, weil wenn ich einfach die Steinfassade dran habe, die brauche ich nicht mehr warten. Eine Putzfassade und eine Holzfassade im Besonderen brauchen einfach, haben kürzere Pflegeintervalle wie die Steinfassade. Eine neue Art der Fassade ist die Funktionsfassade. PV-Anlagen an der Fassade machen sehr viel Sinn, denn ich habe sehr viel Fläche zur Verfügung, die ich als Energieträgerfläche nutzen kann. Die Problematik besteht darin, dass ich in vielen Wohngebieten ganz einfach keine Photovoltaikanlage anbringen darf, weil ich keine glänzenden oder reflektierenden Flächen bauen darf. Auch die Farbe der Dachziegel ist in vielen Gemeinden vorgeschrieben. Das sollte bei der Wahl der Fassade berücksichtigt werden. Im Trend liegen derzeit übrigens Lamellenfassaden aus dunklem Holz. Bei der Fassade kann man einmal über die Fenster Farbe in die Fassade bringen. Man kann über die Materialien und Farben, das kann man kombinieren. Die Möglichkeiten der Gestaltung sind also vielfältig. Bei der Qualität sollten keine Kompromisse gemacht werden. Schließlich ist die Hausfassade Wind, Regen, Hagel, Hitze und Kälte ausgesetzt. Zum einen ist es wichtig, dass die gesamte Fassade aus einem System kommt, dass ich nicht Komponenten des Herstellers A mit B mixe. Und zum anderen, in der Fläche ist jede Fassade eigentlich problemlos. Die Anschlüsse sind das A und das O. Also Fensteranschlüsse, Fensterbankanschlüsse, die gehören sauber geregelt. Und wenn die sauber ausgeführt sind, dann habe ich auch lange Freude in meiner Fassade. Weil die Fassade soll ja eigentlich das Bauwerk schützen und Wasser, das Schäden anrichten kann, kann meist am Fenster, an der Fensterbank und so weiter eindringen. Bei Holzfassaden ist außerdem ein deckender Anstrich besser als eine einfache Lasierung. Hat man sich dann am Ende für Formen und Farben entschieden, kann der Hausbau beginnen. Musik
Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Der Hochdruckreiniger ist nicht das richtige Werkzeug, um die Fassade wieder auf Hochglanz zu bringen. Denn durch den hohen Druck können Sie auch die Oberflächen beschädigen. Bei uns geht es gleich weiter mit der Rubrik Bauen und Wohnen Immobilienträume. Außerdem beleuchten wir das Thema LED-Lampen. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Von der Marktwertermittlung über die Beratung bis hin zur notariellen Abwicklung. Wir kümmern uns von A bis Z um den Verkauf Ihrer Immobilie ohne vertragliche Bindung. Wir präsentieren Ihre Immobilie außergewöhnlich und aus allen Perspektiven. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin. Wir beraten Sie gerne. Bauer Immobilien. www.bauer-immobilien.de. Ist das nicht schön? Dass ich mit Gas umweltschonend kochen kann? So kann ich mit gutem Gewissen genießen, auch wenn das Wasser mal nicht kocht. Wann wechseln Sie zu den günstigen Energietarifen? Citywerke, die starke Online-Marke aus der Stadtwerke-Gruppe der Tüger. Sparen Sie doppelt mit Citystrom und Citygas. Einfach Optimierer einstellen, freuen, wechseln. Alle Infos unter www.citywerke.com. Wir sind Einrichtungsberater, Kaffeetafeldekorateure, Besteckexperten, Atmosphärenzauberer, Tischauffrischer, Frühstückstischbestücker, Herzschlagbeschleuniger, Blechbeauftragte. Wir sind Ihr Fachhändler. Wir sind Grossmann. Besuchen Sie uns in Friedrichshafen unter Raderach und lassen Sie sich inspirieren. Lassen Sie sich inspirieren. Wir gestalten Ihr Bad nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir bauen Ihr Bad komplett kompetent und zuverlässig. Entdecken Sie den Lebensraumbad bei uns. Bommer, die Badgestalter. Digitales Fernsehen muss immer verfügbar sein. Mir sind spannende Inhalte ohne Störungen wichtig. Größer, schneller, bunter, höher auflösen. Ich will Sendungen sehen, wann ich will. Freuen Sie sich auf digitales Privatfernsehen in Baden-Württemberg. In bester Bildqualität. Egal zu welcher Uhrzeit. Zu Hause oder unterwegs. Per Sat, Kabel und Netz. Eine Initiative der Regio TV Sendergruppe. Willkommen zurück bei Bauen und Wohnen. In unserer Rubrik Immobilienträume stellen wir Ihnen heute ein Anwesen im Grünen vor und zeigen Ihnen, welche Wohnträume sich zwischen grasenden Kühen und Apfelplantagen finden lassen. Die Bauen und Wohnen Immobilienträume werden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. In diesem Ort, eingebettet zwischen Allgäu und Bodensee, liegt ein Haus, das es sich lohnt, genauer anzuschauen. Die Umgebung mit ihren vielen kleinen romantischen Dörfern sorgt für Entspannung und Ruhe. Charakteristisch für das Haus sind die großzügigen und edel eingerichteten Zimmer. . 2008 wurde das Haus kernsaniert und energetisch optimiert. Dach, Fenster und Dämmung wurden neu gemacht.
Hier befinden wir uns in dem 60 Quadratmeter großen Wohnzimmer mit dem anschließenden Esszimmer und dem wirklich großen, stilvollen Grundofen. Das ist der Mittelpunkt von der Familie. Hier trifft man sich. Hier genießt man natürlich auch die wunderbare Aussicht, die außergewöhnliche Aussicht in die Schweizer Berge und in die intakte Natur, die man hier besonders auch genießen kann. Insgesamt zwei Balkone und eine Terrasse sorgen für einen Rundumblick in die Natur. Von Wangen und Lindau sind es jeweils rund 14 Kilometer bis in diesen Ort. Das Haus liegt also versteckt, aber gut angebunden. Das ist das perfekte Haus für die Familie, die das ländliche, naturnahe Leben schätzt und aber auch keine Kompromisse machen muss, was sich die schulische Infrastruktur anbetrifft, weil wir in so einer guten Lage sind, entweder nach Lindau gehen können, was sich die weiterführenden Schulen anbetrifft, oder nach Wangen auch. Neben Wohn- und Essbereich, Küche, Bad und Schlafzimmer gibt es hier noch eine Galerie. Auch von dort geht es nach draußen ins Grüne. Noch zu den Fakten. Die Wohnfläche des Hauses beträgt rund 241 Quadratmeter, die Grundstücksfläche insgesamt rund 2900 Quadratmeter. Der Wert 790.000 Euro. Die Bauen und Wohnen Immobilienträume wurden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. Die alte Glühbirne ist schon lange out und die Energiesparlampen haben sich nie richtig durchgesetzt. Der Trend geht ganz klar hin zur LED-Beleuchtung. Doch sind LED-Lampen wirklich die energiesparende Erleuchtung? 25 mal länger als die klassische Glühbirne hält eine LED-Lampe, das heißt etwa 25 Jahre. Dafür kostet sie auch etwa 10-mal so viel wie die bislang gängige Glühbirne. Wer umsteigt, sollte daher vor allem auf eine lange Lebensdauer und eine Farbwiedergabe von mindestens 90 bei der LED-Lampe achten. Denn nur dann ist sie qualitativ hochwertig. Und wer Sorge hat, dass LED nicht dasselbe Licht im Raum gibt wie die Glühlampe, sollte sich einfach an folgende einfache Rechnung halten. Wichtig sind hier verschiedene Parameter. Zum einen die Farbtemperatur, also eine ganz, ganz wichtige Kenngröße. Sie wird ausgedrückt in Kelvin. Die Glühlampe, die klassische Glühlampe, hat ungefähr eine Farbtemperatur von 2700 Kelvin. Wichtig ist dann natürlich beim Umtausch, dass man eine LED-Lampe nimmt mit der gleichen Farbtemperatur. Mittlerweile gibt es außerdem unterschiedliche Farbwerte bei LED-Lampen für entsprechend wärmeres oder kälteres Licht. LED-Lampen lohnen sich aber nicht in jedem Raum, beispielsweise im Keller. Wo das Licht allerdings oft und lange brennt, rechnet sich eine teurere LED-Lampe in etwa 1,5 Jahren. Und vor allem, mit LED hat man rund 80-90% weniger Energieverbrauch. Nehmen wir mal als Beispiel eine 60 Watt Glühlampe. Die rechnen wir mal hoch auf ein Jahr mit einer Brenndauer von 2,7 Stunden pro Tag. So kommen wir auf einen Wert von 59 Kilowattstunden, was diese Glühlampe bisher verbraucht. Wenn wir das jetzt im Vergleich nehmen zu einer LED-Lampe, die verbraucht mit der gleichen Brenndauer, also den in 2,7 Stunden, circa 10 Watt. Wenn wir das jetzt monetär versuchen zu fassen, kommen wir eigentlich auf eine Einsparung von roundabout 11 Euro pro Jahr. Während Glühbirnen übrigens gedimmt werden können, muss man bei der LED-Lampe hier auf den Hinweis dimmbar achten, damit das Licht nicht plötzlich ausgeht. Wir verlosen diese Woche gemeinsam mit unserem Partner Technische Werke Schussenthal 2x5 LED-Lampen. Was wir von Ihnen wissen wollen: Wie viel länger brennt eine LED-Lampe im Vergleich zu einer normalen Glühbirne? Schicken Sie uns Ihre Antwort bitte an bauenundwohnen@regio-tv.de. Die Gewinner werden natürlich unter allen Einsendern gezogen. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss!
Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.